Ja, jedenfalls alles nur Schein. Mit dem Schein. Nein. Ja, jetzt bin ich gespannt. Beatschein. Jetzt musst du. Catwheel, da die goldene Göttin umgeborgen wurde, was ist eigentlich mit dem Beatschein? Ach ja, das ist eine sehr gute Frage, Mariana. Ich habe alle vier Engelsbegum gefunden, oder nicht? Der Schein gehört also rechtmäßig mir. Ich glaube Ne? schon, wenn ich Mr. Onassis richtig verstanden habe. Und das habe ich ziemlich sicher. Ich frage mich, wie viel so ein Beatschein wohl wert sein mag. Das dachte ich mir schon. Sie haben gar nicht vor, die goldene Göttin zu bieten, oder? Sie wollen nur etwas schnelles Geld machen, indem sie den Beatschein verkaufen. Indem sie Bitcoins, Ja. Bitcoins, Bitcoins. Bitcoins verkauft. Natürlich, Natürlich. natürlich, natürlich. Ich kann es mir schließlich unmöglich leisten, die goldene Göttin zu kaufen. Mag sie auch noch so günstig versteigert werden? Wie wär's mit einem Kredit aufnehmen? Andererseits, ich glaube, die wird nicht unter Wert verkauft. Wer ist denn eigentlich der Gegenspieler von Redman? Catman! Der Joker, der Leute wirkt. Oder so. Was Leuten, Miss Perfetti, Sie sind meine Engel. Danke, dass Sie die goldene Göttin geborgen haben. Dankeschön. Und jetzt her mit dem Beatschein. Oh, das ist doch nicht der Rede wert, Mr. Onassis. Das gehört zu unserer Arbeit, aber mich treibt da eine Frage um. Aber natürlich, Miss Layton, es geht um den Beatschein, nicht? Seien Sie unbesorgt, ich halte immer mein Wort. Sie haben die Engelsfiguren gefunden, also gehört der Beatschein Ihnen. Dementsprechend haben Sie auch das Vorkaufsrecht, wenn Sie bei der Auktion auf die großartige Statue bieten. Aber es gibt eine Bedingung. Sie dürfen ihn nicht weiterverkaufen. Was für eine Bedingung? Der Mietschein kann nicht übertragen werden. Ich habe doch niemals genug Geld, um mir eine Statue aus purem Gold zu kaufen. In diesem Fall bleibt sie in meinem Besitz, bis Sie das nötige Kapital aufgetrieben haben. Glück für Sie, Catriel. Sieht so aus, als ob die Göttin doch nicht außerhalb ihrer Reichweite wäre. Eines Tages könnte sie Ihnen gehören. In einer fernen Zukunft, in einer sehr, sehr weit entfernten Zukunft. Vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem zukünftigen Reichtum. Oh, wenn ich genug Geld hätte, um auf die Statue bieten zu können, wäre ich doch bestimmt die achte Löwin, oder? Der Weg mag lang sein, Miss Layton, aber jede Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass sich Catriel jetzt prostituieren sollte. Ja. Aber Also, mit dem ersten Schritt müsste sie dann anfangen. Jede Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt, vielleicht mit meinem, sagt Onassas. nein. Ich glaube, ich würde lieber den ersten Schritt in Richtung des Restaurants da die Straße runter machen. Da, so wird man nicht reich. Okay, Ja, ich habe auch wir sind eins. durch. Und wir brauchen noch zwei Rätsel. Okay, dann gehen wir da mal rein. Hoch. So, also, Fall. Oh ja, zwei Rätsel. Aber ich habe alle Hinweismünzen gefunden. Cool. Also wir im Grunde, aber du Ja. musstest welche nachholen, ja. Ja. Catfair und Co. ermitteln und machen gleichzeitig mit der Schatzsuche weiter. Okay, Warte, warte, Rätsel warte. da Ich drüben. weiß wo, ich weiß wo, ich weiß wo. Bei dem Mädchen. Bei dem Mädchen. Bei dem süßen Mädchen. Oh. Und bei dem tollen Paar. Nee, nee, nicht beim Paar. Blub. Das war's beim Paar. Ich glaube, es war beim Paar. Du meinst das? Nein!
tolle Paar. Ja. Das guteste Paar. Oh, das ist übrigens meine Kabine, ja. Ne? Tut mir leid, Beauty Bats. Oh. Ich wollte mich auf dem Schiff umsehen, aber dann habe ich mich verlaufen. Das Schiff ist einfach so groß. Möchten Sie vielleicht etwas mit mir unternehmen? Ich hätte da ein echt gutes Rätsel. Etwas unternehmen? Wir beide? Ohne Catriel? Also... Nein, danke. So, dann schauen wir mal. Blub. Steinschere Papier 2. Oh na. Oh, gut. Na gut, dann wissen wir ja, wie es funktioniert. Okay. Gleich? Sofort? Warte, nee, ich weiß nicht mehr genau. Na, du musst so machen, dass alle deine Stückchen da weg sind. Also okay. 4 Steine, 3 Scheren, 3 Papiere. Ja. Aber was war denn da? Aber es musste... Na, und die müssen alle dann... In einem Dreieck musste jeder sein, oder? Oder wie war das? Ja, die müssen alle, also die müssen alle so haben. In Dreieck sein, oder? Ja. Das jeweils. Genau. War easy. Ich muss alle Daten zusammentragen, dann habe ich die Antwort. Rätsel dieser Art sind sehr einfach, wenn man nur die richtigen Methoden kennt. Mhm. Aber siehst du mal, ich habe doch keinen so großen Nachteil dadurch, dass ich auf dem Emulator spiele. Mann. Aber es war eigentlich einfach, oder? Weil, ja, weil wenn man sich die Zahlen angeguckt halt nur, hat mit den vier... Ich war halt Dings, nur nicht so schnell. Oh. Ich hätte jetzt eigentlich keinen Vorteil gehabt dadurch, dass ich... mit Maus spiele. Vor allem, ich bin Rechtsmauser. Ja. Aber Linkshänder. Ja. Eigentlich müsste ich mit der Maus schlechter umgehen als andere Leute, die... Du bist aber daran gewöhnt. Hm. Ist ja auch so, eigentlich sind wir alle Beidhänder, aber wir werden gezwungen, die, mit der wir besser umgehen können, ich hab aber zu mal, schulen. Ich habe aber mal so Kreiszeichen probiert, Kreiszeichnen mit der rechten Hand und mit der linken Hand, mit der Maus. Und ich habe gemerkt, meine Kreise sind runder mit der linken Hand irgendwie. Ja, weil die feinmotorischer sind. Ja. Okay, jedenfalls Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Du hast alle Spiele unentschieden enden lassen und einen Steinschere-Papierturm errichtet. Ja. Unser Weihnachten war eigentlich ganz schön. Mhm. Meins war sehr ruhig. Aber dafür sehr besinnlich. Mhm. Und deins war ein bisschen aufregend. Da wahrscheinlich als meins. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das halt mit der Familie verbracht und so was. Ja, ja. Gab gutes Essen. Ja, bei uns auch. Ente mit Zitronen. Nee. Orangenmarmelade. Nein. Irgendeine Marmelade war es doch. Konfitüre. Oh, Orangenkonfitüre. Nein, war es auch nicht. Ach so, aber es war doch irgendeine Zitrusfrucht, oder nicht? Aprikose. Oh, das ist keine Zitrusfrucht, oder? Wie komme ich denn auf sowas? Oh Gott. Es war halt eine Frucht. Das wird aber nur damit bestrichen, bevor es gebraten wird. Also es schmeckt danach nicht nach Aprikose. Ja, schade. Und so wird es gemacht. So löst man das Rätsel. Ja. Wow, das war unglaublich. Sie sind einfach der Hammer. Sozusagen die... Nein. Sollen wir gemeinsam zurück in deine... Zu deiner... Achso, das sagte ich. Sollen wir zurück zu deiner Kabine gehen? So wie Emmy damals. Ja, gemeinsam vor allem. Oh, das Paar komme ich schon alleine hin. Danke. Und tschüss. Nö, sie bleibt da. Das bekomme ich alleine. Und wenn wir weggehen und Ach, wiederkommen... Stimmt. Nee, nicht das... Paar, sondern im Maschinenraum ist jemand, den wir kennen. Okay. Aber guck mal, wenn wir zurückkommen würden zu ihr, Oh, Director. Ja, aber wenn wir zurückkommen würden zu dem Mädchen, das wäre immer noch da, dann würde sie gar nicht alleine in ihre Kabine finden. Na, ich habe Weihnachten nur mit meiner Mutter und meiner Schwester verbracht. Haha, ich liebe diesen Maschinenraum. Ein faszinierender Ort. Er hat mich für meinen nächsten Film inspiriert. Wie nennen wir den am besten? U-Boot ins Dingsbums. Wie hieß denn nochmal sein Film? Torpedo der Liebe. Torpedo der Liebe.
Herrje, denken Sie denn immer nur an Ihre Arbeit, Filme, Mr. Rector? Hey! Immer oder nächste wird ein Meisterwerk, mein Freund. Eigentlich wollte ich auch dieses Rätsel in meinem nächsten Film verwenden, aber leider komme ich nicht auf die Lösung. Das ist, Sie sind doch ein schlauer junger Mann. Könnten Sie das denn nicht lösen? Wenn ich meinem Lieblingsregisseur damit helfen kann, werde ich mein Bestes geben. Okay, du darfst, wenn du willst. Ich? Alles gut. Das kleine ABEF. Okay. Okay, wir machen es so wie vorhin. Was? Achso, dass wir sagen... Dass wir sagen, wenn wir beide eine Entscheidung haben und dann gleichzeitig drücken. Ja. Es sind 5 Metallplatten an die Wand gepinnt. Was glaubst du, sollte anstelle des Fragezeichen in der Mitte stehen? Schau dir die 6 Formen unten an und packe 2 zusammen, um die Form zu erschaffen, die den Platz des... Ach, 2 zusammen. Fragezeichen einnehmen soll. Okay, aber trotzdem musst du ja 2 dann nehmen. Zwei zusammen. Also ich bin der Meinung, ich habe es, aber ich bin mir nicht sicher. Also ehrlich gesagt, ich würde ja jetzt... Warte. Hast du was gesehen? Nein, aber, okay. Aber ich hab's, glaube ich, auch. Okay, tipp mal an und ich tipp auch gleich an. Hast du? Ich hab. Okay, dann bestätigen? Bestätigen. Wir können also schlussfolgern... Oh! Lass mich raten, du hast auch den Kreis, also der Fastenkreis war, und die Mondsichel genommen. Nee. Nee, okay. Ich hatte den Ganzkreis und das umgedrehte D. Ach ja, dieses Rätsel. Okay, also das und das nicht. Was denn? Vor allem, es sollen 2 sein? Oh Gott. Die 6 von unten und packe 2 zusammen. Die Form zu schaffen. Das ist doof, das Rätsel. Ich bin in solchen Sachen eigentlich normalerweise ziemlich gut. Ja, es ist... Also ich könnte jetzt auch nur raten, weil ich nicht genau weiß, worauf das Rätsel hinaus will. Man könnte höchstens einen Tipp nehmen. Ja, überlege ich auch gerade. Also ich habe wieder eine Vermutung, aber ich will jetzt nicht raten. Ja, dann. Das Erschrocken von bestimmt nicht so recht funktionieren. Ich will da hin und nicht gefunden. Oh, ich hab's. Also, ich weiß jetzt nicht, soll ich es nehmen oder... Das ist so dämlich. Ich probiere jetzt auf, was ich denke. Und wir machen gleichzeitig. Okay. Ah, warte. Start. So. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Ich hab's richtig. Zum Glück habe ich das richtig gemacht. Ah, das war so klar. Das war so klar, dass das so was Dämliches ist. Ich kann jetzt machen, dass man deinen Sound hört, während meiner, während bei mir nichts läuft. Was soll es denn sonst außer ein Buchstabe sein? Man soll keine Buchstaben legen, genau. Man soll etwas legen, was im Grunde diese Buchstaben widerspiegelt.
guck nochmal, was fehlt denn zwischen den... Na, C und D. Sprich mal das Alphabet so vor dich hin am besten. A, B, C, D, E, F, G, A... Na, du brauchst nicht weiter, aber nur eigentlich im Grunde nur die beiden Buchstaben so. C, D. Wir können also schlussfolgern. Das ist mein Leben. Ja, das ist so. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Ey, wie kommt man nur auf sowas? Kompakte Antwort. Du musst herausfinden, was zwischen A, B und E, F passt. Also musstest du die Form einer CD erstellen. Das passt ja auch nicht. Ja, eben, da passt es auch genau. Und wahrscheinlich auch im Japanischen. Mhm. Ja, wahrscheinlich überall, weil überall wird CD abgekürzt. Mhm. A, B, E, das kleine A, B, E, F. Ja. Oh, ist das doof gewesen. Okay, So, jetzt müssen wir mal uns einigen. Ohoho, das ist also die Antwort. Ja, was? Ja, sehr clever. Genau das, was ich gesucht habe. Was denn? Auf was einigen? Red erstmal weiter. Das ist also etwas für Ihren nächsten Film? Oh ja, ganz sicher sogar. Sie haben mir sehr dabei geholfen, meine Ideen zu konkretisieren. Ich muss mir das aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Meine Güte, ich kann es gar nicht erwarten. Das wird sicher ein toller Film, in dem eine CD vorkommt. So, jetzt müssen wir uns halt... Wollen wir noch weiter, oder? Oder wollen wir aufhören? Anderthalb Stunden waren es bisher. Also. Ja, ich wäre auch mit Aufhören nicht unzufrieden an sich, aber. Okay, oder wollen wir noch vielleicht einen Modekatalog oder sowas? Oh ja, warte mal, wie weit sind die Dinger denn jetzt also, mittlerweile? Also, ich würde perfektes Dinner nicht machen, nee, weil das gar ist nicht, ja so ein Sammelding. Ist ja wie Tee. Neon. Neon, bitte noch weiter. Nein, ich weiß, es hieß nein, aber ja, Neon. Nee, also wir machen, glaube ich, noch ein paar Minispiele vielleicht höchstens noch. Ja. Oh, es fehlen ja nur noch zwei sogar hier. Ja. Können wir die nicht aufheben? Wollen wir nicht noch zwei machen und dann nur noch die untere Reihe? Okay, ja. Alles so, dass wir nur noch die untere Reihe dann überall. Okay. So. That's Amore. Was? Amore. Aber vielleicht that's Amore. A more. Mehr. Amore. Okay. Amore mio. Ja, ja. Hier bekommt man Lederwaren. Sicher, dass das... Amore. Oh, besonders die Halskette mit dem großen Herz ist beliebt. Okay, sollen wir?